Hallo Leute, vor ungefähr einer Woche habe ich mir gedacht, es wäre mal wieder Zeit für ein Video zu Quantum Rush Online. Ich begleite das Spiel ja jetzt doch schon einige Monate durch die Beta und versuche hin und wieder Updates dafür zu machen. Und ich konnte mich nicht einloggen. Und nachdem das gestern nicht ging und heute nicht ging, habe ich mir gedacht, okay, es ist vielleicht mehr als nur ein Server-Timeout. Und tatsächlich auf dem Blog von Quantum Rush findet man Folgendes: Quantum Rush Online und Quantum Rush Champions werden eins. Kurzer Hintergrund dazu: Quantum Rush Online war das Free-to-Play-Spiel, das ich gespielt habe, das ich noch nicht über Steam kennengelernt habe, sondern davor hat mich der Developer, glaube ich, sowieso über meinen YouTube-Channel gefunden und gemeint, ja, es gibt jede Menge Keys, die sie einfach unters Volk werfen und wenn ich einen will, ich soll sie anschreiben und so weiter. Und so kam ich zu Quantum Rush Online. Free-to-Play mit Microtransactions und kaum einer Fanbase. Also ich habe dort wirklich kaum andere Leute getroffen in dem Spiel. Aber okay, es war an sich, wäre es online gewesen, wenn es andere Leute gespielt hätten. Und vor 2 bis 3 Monaten kamen dann Meldungen von wegen Quantum Rush Champions. Champions ist der Singleplayer-Ableger, was ironisch ist, wenn man bedenkt, dass das Multiplayer-Spiel schon niemand spielt. Das heißt, eigentlich war auch online ein Singleplayer-Spiel. Und Champions hatte dann so Sachen wie Bossfights und neue Spielmodi und besondere Challenges und so weiter. Und kaum kam Champions raus, und das kostet was, nämlich 10 € auf Steam, habe ich mir schon gedacht, das wird interessant, wie sie das mit Online und mit Champions machen. Es war für mich von vornherein nicht die schlaueste Idee, ein Spiel dermaßen aufzuteilen. Ja, es ist dasselbe Spiel. Das eine ist Multiplayer und gratis, und das andere ist Singleplayer und ich muss dafür bezahlen. Welches von den beiden wird sich wohl durchsetzen, ja, für den Entwickler? Welches wird ihm mehr bringen? Es ist natürlich Champions, es ist die Singleplayer-Variante. Deswegen habe ich mir gedacht, irgendwas wird sich hier tun müssen. Und ich habe nicht geglaubt, dass Singleplayer die beste Wahl für dieses Spiel ist. Ja, es ist eindeutig ein Spiel, das von einem Multiplayer-Modus profitiert. Und zum selben Entschluss sind die Leute hier auch gekommen. Weshalb sie, wie sie hier sehr diplomatisch ausdrücken, Quantum Rush Online mittelfristig als Teil von Champions zur Verfügung stellen. Und ein bisschen weiter unten heißt es aber, wir werden Quantum Rush Online in seiner bestehenden Form nicht mehr weiterführen, damit sie ihre Ressourcen konzentrieren können. Quantum Rush Online wird damit eingestellt. Das heißt, sie haben tatsächlich einfach den Server abgedreht. Es gibt kein Quantum Rush Online mehr und deswegen kann ich mich auch nicht einloggen, deswegen kann sich auch sonst niemand einloggen. Dieses Spiel hat man einfach dem Tod überlassen und hat es in Quantum Rush Champions integriert. Jetzt gab es schon Microtransactions in Quantum Rush Online und auch wenn ich es nicht weiß, kann ich mir ziemlich gut vorstellen, dass diese Microtransactions jetzt einfach dahin sind. Ich hoffe für die Leute, die Geld in dieses Spiel investiert haben, dass Quantum Rush Champions und Online auf denselben Server zugreifen oder zumindest auf dasselbe Payment Service, dieselben Währungen, weil ansonsten kann es sehr gut sein, dass euer Geld einfach weg ist. Das Geld, das ihr schon ausgegeben habt für Racer in Quantum Rush Online oder für Upgrades oder für Farben oder was auch immer, das ist mit ziemlicher Sicherheit weg. Das heißt, ja, wie gut das hier gehandelt wurde, nicht sicher. Vor allem, dieser Beitrag ist vom 9. Dezember. Wenn wir aber auf die Quantum Rush Facebook-Page gehen, sehen wir auch hier am 9. Dezember Quantum Rush Online und Quantum Rush Champions Become One, was eine sehr, sehr positive Variante. Es ist eine sehr, sehr positive Art auszudrücken, dass sie einfach ein Spiel haben sterben lassen. Aber wenn wir runtergehen zu den Beiträgen, sehen wir, hey Leute, habt ihr die Online-Version abgeschaltet? Wäre mal nett, dazu eine Info zu wissen. Am 28. November, also ungefähr 1,5 Wochen davor. Übrigens, die restlichen Beiträge auf der Seite sind nur arabischer Spam, den ich nicht lesen kann, aber okay. Gut, das heißt, vermutlich hat man schon vor 1,5 Wochen etwa die Server abgedreht. Ich weiß es nicht. Ich habe es das erste Mal erst vor 2 Tagen probiert und da hat es auf jeden Fall nicht geklappt. Und dann habe ich eben von selbst den Blog gefunden und so weiter. Gut, das heißt, man hat den Online-Modus jetzt ziemlich schnell hingerichtet. Niemand hat den Online-Modus wirklich gespielt und ich nehme an, dass die wenigsten Leute, wenn überhaupt irgendjemand, die Microtransactions genutzt hat. Also ich glaube, sie haben nicht wirklich viel Geld damit gemacht, was wahrscheinlich auch ein neuer Faktor ist, wieso man Quantum Rush Champions pushen will. Das gibt es auf Steam, das gibt es auch nur über Steam. Wie gesagt, kostet 10 € und lässt sich eben super vermarkten mit mehr Kampagnen und so weiter und jetzt eben auch einen Multiplayer-Modus. Also das ist gar nicht so schlecht. Aber dann schauen wir mal, wie erfolgreich dieses neue Spiel tatsächlich ist. Und dazu gehen wir auf eine wunderbare Seite, die sich Steam Charts nennt. Tada! Null Leute.
In den letzten 24 Stunden haben nicht mehr als zwei Leute gleichzeitig dieses Spiel gespielt. Seit es auf Steam ist, seit Oktober, haben es nie mehr als sechs Leute gleichzeitig gespielt. Und für Quantum Rush Online haben die Steam-Charts nie wirklich gestimmt, weil Leute wie ich zum Beispiel scheinen nicht in den Steam-Charts auf, weil ich es über den externen Player starte, nicht über Steam. Und Steam-Charts, wie der Name sagt, registriert natürlich nur Steam. Aber Quantum Rush Champions gibt es nur auf Steam. Das heißt, das sind alle Leute, die Quantum Rush Champions spielen. Und das ist niemand. Wie man sieht, das war ein kompletter Schuss in den Ofen. Und ich kann kaum in Worte fassen, wie schlecht das gehandelt wurde, dieser Übergang. Ich glaube, man hat die einzige Chance vertan, um Quantum Rush noch einmal interessant zu machen, indem man einfach gesagt hätte, okay, die Leute, die die Online-Version haben, bekommen quasi Keys für die Singleplayer-Version. Ihr könnt all euer Zeug mitnehmen, all eure Racer, eure virtuelle Währung, was auch immer, ja, dann hätte man das halt ein bisschen kompatibler gestalten müssen. Und man hätte den Leuten, die seit Monaten die Beta-Phase von Quantum Rush Online gespielt haben und sich herumgeplagt haben mit keinem Tutorial und einer schrecklichen Steuerung, wenn wir zurückdenken an die ersten paar Monate von Quantum Rush, und die mit ihrem Feedback mitgeholfen haben, dieses Spiel aufzubauen und zu dem zu machen, was es heute ist, denen hätte man dafür quasi eine Belohnung gegeben von, ja, zumindest 10 €, indem man ihnen einen Quantum Rush Champions Key gegeben hat. Und das ist nicht passiert. Stattdessen wird der Server einfach runtergefahren, scheinbar eine Woche, bevor sich jemand dazu meldet. Und niemand weiß, wo die ganzen Ressourcen des Servers jetzt liegen, wo all das Geld, das ich gekauft habe, all diese Quantum Rush Coins, all die Skins, die ich mir gekauft habe, all die Racer, was ich jetzt mit denen mache. Ich mache gar nichts damit, weil ich persönlich werde sicher keine 10 € für Quantum Rush Champions ausgeben, weil es genau dieselbe Erfahrung ist wie Quantum Rush Online. Quantum Rush Online hat niemand gespielt, es war quasi ein Singleplayer-Spiel. Quantum Rush Champions hat jetzt Sachen wie einen Bossfight und zwei neue Spielmodi, aber selbst wenn man die Reviews dazu liest, und es gibt trotz der geringen Spieleranzahl, gibt es ein paar Steam-Reviews, und die meisten Leute meinen, es ist großteils eigentlich langweilig. Und einen Multiplayer-Modus auf ein Spiel drauf zu klotzen, das seit es auf Steam erschienen ist, nie mehr als sechs Leute gleichzeitig gespielt haben. Ich meine, die spielen nicht auf derselben Strecke oder vielleicht wollen sie nicht denselben Spielmodus spielen. Damit bekommt man nicht mal ein einziges Match zustande. Das heißt, ich glaube, es wurde einfach unglaublich schlecht gemanagt, indem man einfach die Multiplayer-Komponente rüber verfrachtet hat und dafür den Server einfach abgedreht hat. Und wenn wir uns anschauen, was der letzte Patch war. Der letzte Patch war riesig. Drei neue individuelle Kampagnen mit neuen Tiers, zwei neue Spielmodi, neue Boss-Challenges, fünf neue Strecken. Ja, das wäre alles Content gewesen, der vielen Leuten, die früher Quantum Rush Online gespielt haben, vielleicht wieder einen Anreiz gegeben hätten, jetzt auch Quantum Rush Champions zu spielen, wenn man sie ihnen zur Verfügung gestellt hätte. Hat man aber nicht. Man hat es einfach exklusiv für Quantum Rush Champions gemacht und hat den Leuten, die monatelang die Online-Version gespielt haben, einfach keine Chance gegeben, irgendwie da einzusteigen, außer indem sie auch 10 € zahlen und quasi all die Monate, die sie gespielt und Feedback gegeben haben und so weiter, sind einfach für nichts. Und das ist, glaube ich, wirklich die große Chance, die man hier verpasst hat, noch ein letztes Mal diese Leute dazu zu bringen, sich das neue Spiel anzuschauen. Und selbst wenn jetzt der Steam Sale im Winter kommt, der große Christmas Sale, es muss ein gewisses Grundinteresse vorhanden sein, damit ein Spiel vom Sale profitiert. Das glaube ich sehr, sehr stark. Ich glaube, Quantum Rush Champions ist wirklich mit seinen sechs Spielern so super unbekannt, dass nicht mal der Steam Sale viel dran rütteln wird. Und hätte ich die ganzen Leute aus den Multiplayer-Zeiten rübergebracht zu Quantum Rush Champions, dann hätte ich zumindest vielleicht nicht sechs Spieler, vielleicht hätte ich, okay, 10 Spieler gleichzeitig. Ja? Aber egal, es sind zumindest Leute, die schon früher Quantum Rush viel gespielt haben, die sich mit dem Spiel auskennen, die vielleicht Videos machen, die vielleicht Reviews schreiben auf Steam. Ja? Wie gesagt, die paar Steam-Reviews ergießen sich jetzt nicht gerade allzu positiv über dieses Spiel. Dürfte ein ziemlicher Split sein. Manche Leute meinen, es ist ein ganz okayer Fundraiser, andere Leute meinen, es hat sich seit Online nichts getan oder die ganzen neuen Singleplayer-Sachen sind eigentlich nicht so toll, dass man jetzt 10 € dafür raushauen würde. Und ja, was auch immer der Konsens im Endeffekt wäre, aber man hätte einfach eine größere Community, als man jetzt hat mit diesen paar Leuten, die Quantum Rush Champions spielen.
und Quantum Rush Online ist einfach zurückgelassen worden. Wie gesagt, von Anfang an war das irgendwie eine seltsame Sache. Ja, sobald dieses Spiel gesplittet wurde, habe ich mir gedacht, ich glaube, es ist der Punkt, an dem man diesem Developer nicht mehr vertrauen kann. Der Developer hat früher nämlich in erster Linie Browser-Games gemacht, von denen die Community meint, die diese Games spielt, dass sie eigentlich allesamt Pay-to-Win sind. Und dann haben sie Quantum Rush rausgebracht und es war free to play. Es hatte die Microtransactions, aber okay, da konnte man noch drüber hinwegsehen. Und dann kam Quantum Rush Online, Champions, das tatsächlich Geld gekostet hat. Und das war der Punkt, wo ich mir gedacht habe, das könnte kritisch werden. Im Endeffekt, das Einzige, was ihnen im Weg steht, war das eigene Multiplayer-Spiel. Das heißt, es gab nur eine logische Konsequenz für sie. Sie schalten das Free-to-Play-Spiel einfach ab.